Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Wir machen halt hier unser Ding. Also einmal im Norden müssen wir hier jetzt bisschen weitermachen. Mir kam gerade, dass wir mit den Ekenern verfeindet sind. Ich wusste das gar nicht. Und natürlich mit Pergamon, das wird auch super. Aber sonst sieht es gerade schon ziemlich gut aus. Und was mir aufgefallen ist, das ist sowas von lächerlich. Ich habe gerade, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich nochmal kurz reingeschaut, wo wir letztes Mal waren und wie ich überhaupt aufgestellt bin. Und dann habe ich gesehen, dass ich eben mit Ekena verfeindet bin und ich war nicht vertrauenswürdig. Okay? Und, also rot. Dann, ja okay, mache ich zu. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts versucht, keine Ahnung. Und dann fange ich an und dann wollte ich gerade zeigen, dass ich nicht vertrauenswürdig bin und jetzt bin ich plötzlich vertrauenswürdig. Das war vor paar Minuten. Das ist... Normalerweise ist das... Seid gegrüßt. Wir wollen... Ich fürchte Handel mit... Ich dachte eigentlich, dass... Das anders wäre. Aber keine Ahnung. Gut. Fisch brauchen wir nicht. Entschuldigung, ich hoffe, man hat das Vibrieren vom Handy nicht gehört. Das brauchen wir auch nicht. So. Die muss mal fehlgeleitet werden, weil ich kann ja nicht attentatieren. Komm schon. Ah, okay. Behindert. Was ist hier eigentlich los? Instabilität der Provinz. Das sehe ich nicht. Okay, ja, vielleicht war es auch Agenten. Wieso habe ich da minus 20? Sklaven. Okay, da baue ich gerade. Die baue ich auch gerade aus. Ah, das ist nicht mein Buddy. Kann ich den ersetzen durch einen von mir? Na, einen habe ich nur noch. Die Kinder der Tücher. Wieso baue ich den nochmal? Ah, wegen Pergamon. Nicht. Die da kann ich jetzt ja auflösen. Wieso habe ich den zum Philosophen gemacht? Das ist ja nicht so gut. Da werden jetzt... Aber ja, okay, den kann ich eigentlich schon ersetzen hier. Ja, super. Bitte einmal ersetzen. Entschuldigung, einmal anheuern. Ja, Kavallerie. Super. Dann wirst du mal Makedonien helfen. So. Was bist du? Du bist einer von mir und bekommst Stufe 3. Das ist natürlich Hammer. Ihr habt schon. Ah, verdammt. Aber noch einen von mir habe ich nicht, ne?
Kann ich jemanden verheiraten? Ich verheirate gerade so gerne jemand. Oh. Ah, ja, Epirus, stimmt. Stimmt. Und die habe ich alle verheiratet, ne? Ja. Leichtes Mädchen. Das ist lustig, aber ja, dann bekommst du mal das leichte Mädchen, um Kinder zu bekommen. ja. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Wie sieht's denn aus? Null Risiko, aber die sind mir sehr viel zu groß. Ich könnte auch den Buddy hier, den General, töten lassen im nächsten Kampf. Okay, hier muss ich mich dann drum kümmern. Ah, stimmt, da habe ich ja so viele verloren. Da habe ich ja so viele verloren. Warte, genau. Hopliten. Dann baue ich einen. Ui, da kann ich ja viel bauen. Genau. Die haben, glaube ich. Warte, dann mache ich. Ja, nee. Dann mache ich hier einen weg. So. Ich glaube, mehr können wir gerade eh nicht machen. Die Elefanten. Warte mal, dann bekommt der noch Elefanten. Warte mal. Dann gibst du mir mal zwei Kavalleristen und bekommst zwei Elefanten. Ah, das sieht doch schon mal cool aus. Gut. Uiuiui. Genau, der bekommt nichts. Der bekommt was. Das war nicht nachgedacht. Der bekommt nichts. Der bekommt was. Genau, Banner heben. 212. Der bekommt auch was. Und zwar. Oh, das ist ein ganz junger. Gut. Ja. Weiter geht's. Warte, ich muss mal kurz aufs Handy schauen, was da los ist. Okay. So. OBS passt auch. Das freut mich. Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und jetzt bin ich wieder nicht vertrauen. Vielleicht könnte man sie mit Gold. Ja, komm. Machen wir Frieden. Ich bin sowieso nicht scharf drauf, auf mit Epirus nach Britannien zu gehen. Uiuiui. fragt nicht, was das war. So. So, Pergamon. Es wird mal Zeit, dass wir uns. Oh, Makedonien hat gewonnen. Sehr gut. Minus 21, das ist. Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und hungern nach euren Frauen. Vielleicht könnte man sie mit Gold ablenken. Wer bist du denn? Der will 4000? Nee. Der hat nur noch einen. Ah, ja, deswegen. Deswegen. Ja. Come on. Oh Mann. Die machen das immer so lustig. So, ja, wollen wir Frieden schließen? Nö, okay, dann mache ich die Platte. Oh, so ein Idiot. Aber ich, also mit denen sollte ich mindestens 4 schaffen. Aber wieso habe ich da keine Garnisonsarmee? Also ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht.
Also ganz ehrlich gesagt. Ich bin gerade ein bisschen zurückgegangen, damit, bis ich zu denen vordringe, dass ich dann vielleicht die Geschwindigkeit habe, die ich brauche. Hauptsache ist ja, ich bekomme den General. Le General. Aber wirklich, ohne Scheiß, wieso habe ich hier keine Garnisonsarmee? Das habe ich doch schon länger, oder? Also hätte ich jetzt eigentlich gedacht. So, schnelleres Rudern ist ready. Und Aufprall in T-minus 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, go. Also das war jetzt nicht der Aufprall. Ach, echt jetzt? Eines unserer Schiffe wird geentert. Ja, so lust ihr natürlich ab. Unser General wird angegriffen. Das ist so lustig, ey, wenn man die zum Rammen schickt und dann, ja, schaffen die das irgendwie, die zu entern. Aber egal. Ach, den General habe ich jetzt auch nicht. Ja. Gut. Das, normalerweise bekommt man die, also mit denen und schnell rudern. Echt, und das hatte keine Garnison. Ist doch lächerlich. Na egal. Hol ich mir gleich zurück. Die Liebe zum Gold weckt das Böse im Menschen. Ja, kann sein. Ernsthaft? Du hast doch gesehen, dass das nicht funktioniert. Hey, ich hab dich doch behindert. Ja, und... wen hat... Umsturz, Garnison, ja okay, Garnison ist in Ordnung. Nach Hause zurückgekehrt, Rebellion bevorstehend und Tarn, bla bla bla, so. Ach, das sind schon die... Ja, verzieht euch. So, du... Kommst natürlich auch nicht dahin, ne? Warte. Erstmal hier und warte. Zweitens mal hier und warte. Nee, da und hier. So, willst du die jetzt mal? Willst du auch mal aufleveln, damit du mal was kannst? Irgendwann? So, dann gehen wir mal ganz im Norden hin. Du gehst jetzt mal hier hin. Ne, bekommst du nicht. So, du gehst jetzt mal... Wo gehst du denn hin? Ich gehe mal so rum. Das reiße ich ab, weil die öffentliche Ordnung so miserabli ist. Genau, du holst die mal zurück. So. Ach, genau. Wieso? Hey.
Okay. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Okay. So. Wunderbar. Ah, eine Runde noch und dann bist du vollständig. Hier, warte, Charaktere, was macht er? Nachdem Kalkon. Chalkon? Kalkon wahrscheinlich. Moment. Ups. Und seine Frau das Rätsel von Pythia von Delphi gelöst hat, beschlossen sie, euch zu besuchen. Okay. Ach so, quasi die, die wollen quasi auflösen, dass das alles fake ist. Privater. Es wäre weise, diese Neuigkeit hinter geschlossenen Türen anzuhören. Es könnte schlechte. Also, es könnte schlechter sein. Öffentlich ja in die Nachricht des Orakels sollte von allen gehört werden. Dieser habgierige Mann versucht nur eine Audienz mit euch zu bekommen. Wer ist der, der Worte der Pythia zu euch tragen? Machen wir eine Privataudienz. Mhm. So. Fraktion vernichtet. Achso, ich dachte Makedonien. Markomannen. Flotte zerstört. So. Hier. Kann ich doch jetzt wieder ein bisschen was bauen. Wie wäre es mit Hopliten? Und zwar 6 an der Zahl? 7? Ne, 6. Und du kannst jetzt... wieso kann ich hier nicht das bauen, was ich da... Das ist doch Quark. So. So, du bekommst eine Fähigkeit. Forschungsrate ist gut. Das brauche ich nicht. Wolfpack, du bekommst nichts. Boys, blauäugiger Bob, du bekommst auch nichts. Du stirbst sowieso gleich. Mm. So. Dann, ja. Next one. Blauäugiger Bob. Was ist denn los? So. Ich glaube, wir werden, also Epirus werden wir, glaube ich, nicht mehr lange spielen. Weil, also Pergamon ist zwar noch eine große Macht, aber sobald wir, also wir gehen jetzt vom Norden, also wir clearen jetzt quasi den Norden. Eine Zeit. Ja, ja. Du kannst mein Klientel werden. Wir werden jetzt den Norden quasi clearen und dann Richtung Süden marschieren mit den beiden Fullstack-Armeen und dann aus aus Spanien. Ach, die Rebellen. Ja, komm. Aus Spanien werden wir dann uns auch bald abziehen. Bankett der Rivalen. Ja, ich nehme einfach mal teil. Rebellion. Erfreut durch eure Bereitwilligung, ihn anzuhören, überbrachte Kalkon dem Volk die freudige Nachricht, dass Pythia Jahre des Wohlstands vorausgesagt hat. Yeah. Super. Wo ist denn der jetzt hin? Also, weg. Okay. Dann übernehmen wir das mal wieder. Wir haben ja gerade nichts zu tun. Voll in die Eier. Oh, ich könnte ihn unterwerfen, aber ich brauche,
Was wollte ich hier machen? Das da. Jetzt lass mal hier, warte, den da. Und den da. Hier. Ja, das brauche ich auch nicht zu kämpfen. Ist ja auch. Ah, cool. Tradition ist immer gut. Wir. Angriffsbonus. Ja, komm. So. Gut, dann schauen wir mal Richtung Norden. Oh. Kommt doch nicht weiter. So, dann kommen wir mal dahin. Dann aktivieren wir dich mal. Dann hoffentliche Ordnung. Was ist denn da jetzt schon wieder? Hä? Minus 13. Und minus 10, minus. Was wollen die denn jetzt? Hä? Woher kommen die denn? Schniff, schniff. Was machen wir hier? Hier passt eigentlich die öffentliche Ordnung, aber wir machen trotzdem Ordnung dazu. Was machen wir mit dir? Da komme ich nicht. Hä? Ist das kürzer, als wenn ich... Achso, hier kann... Ah, hier kann ich gar nicht vorbei. Na dann. Gehe ich mal nach oben. Dann werde ich... Da wird man mich löben. Oh Gott. Entschuldigung, es tut mir leid. So. Dann würde ich sagen... Du bekommst immer noch nichts. Du bekommst aber was. Ah, noch eine Tradition. Hahaha. Reichweite oder Erfahrung für alle Ränge. Moral ist halt. Ja, komm hier. Dann bekomme ich noch mehr Reichweite, das ist super. Und ja, gut. Dann schauen wir noch, was die nächste Runde bringt. Ja, Sklavenaufstand. Das war klar, wahrscheinlich wieder hier. Oder da oben in Norden. Ah, und beide wurden befördert. Genau. Und dann ja, machen wir auch wieder Schluss. Wieso ist der jetzt weggegangen? Aber was sehe ich denn jetzt? Ich bin mal gespannt mit Pergamon, weil die sind eigentlich schon ziemlich groß. Ohohoho. Und auch mit ihm. Aber ganz ehrlich, Pergamon kann Makedonien nicht besiegen, weil die haben ja voll viele Armeen da. Ernsthaft? Nee, der wollte das nicht. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Kommt. Ja, nö. Bist du des Wahnsinns? Du weißt schon, also, du weißt schon, dass normalerweise fängt so eine
also beim Sklavenaufstand sind meistens so 4-5 Einheiten und die wird pro Runde stärker. Blutgeschworene, die kenne ich noch gar nicht. Kundschafter. Ja, komm. Komm, da. Ah, aber jetzt nicht. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Und den Sklaven drehen wir dann nächste Runde in den Bobbits. Vor allen Dingen, das wusste ich gar nicht. Wir haben eine Mauer. Wie will der uns besiegen? Wie? Das werden wir die nächste Runde sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr wollt. Bye, bye. See ya.